Aufzeichnen. So, Aufzeichnung läuft. Okay, gut. Jetzt Jetzt läuft läuft die das bei dir. Aufzeichnung. Ne? Okay. Ja, jetzt frage ich dich immer, aber ich will vielleicht noch sagen, ich freue mich sehr, dass du jetzt vom Olymp herabgestiegen bist, sozusagen in den Alltag und wir Ja. dich täglich mit deinen Verlautbarungen auch hören können, die ja durchaus auch viel Bezug haben für, zum Alltag. Ne? Ja. Und ja, das freut mich, dass du da, weil ich glaube, dass das der wesentliche Schritt ist. Also auch wenn wir eben heutzutage Zen praktizieren wollen, dass wir das im Alltag tun, Ja. in unserem jeweiligen individuellen Alltag und nicht irgendwo im Kloster, wobei ich jetzt die Bedeutung von Klöstern nicht schmälern will. Da kann man ab und zu mal vorbeigehen und sich zurückziehen. Aber das Wesentliche, für die meisten Menschen zumindest, denke ich, findet im Alltag statt. Und da Zen zu praktizieren oder Sazen, oder sie dabei zu begleiten, finde ich wichtig. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt, als ich noch im Kloster war, die Trennlinie nie so verstanden habe. Ne? Also mir wurde immer vorgeworfen, du ziehst dich da zurück ins Kloster, aber warum tust du nichts für uns im Alltag? Ne? Aber ich meine, im Kloster gibt es auch Alltag, beziehungsweise die Klostertore stehen ja offen. Ne? Also ich war leider nie in Taizé, also in den 80er Jahren, als ich am Gymnasium war, viele von meinen Klassenkameraden waren da interessiert, aber du warst da ja offenbar und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so ist. Man zieht sich da ja nicht zurück und ist dann getrennt von der Welt, sondern da kommen viele Leute durch und sowas war es in Antaiji auch. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass Antaiji da total abgeschlossen gewesen wäre von der Welt. Doch, während der 3 Monate im Winter vielleicht, ne, aber den Rest des Jahres waren wir offen und es gab ja auch Zugang zum Internet. Das heißt, wir wussten, was los ist in der Welt und wir konnten auch von uns aus dann, ja, also was ich jetzt mache, ne? Also ich habe jetzt dadurch, dass ich in Osaka bin, natürlich mehr Zeit, auch um täglich was zu machen. In Antaiji war das immer so ein bisschen parallel, ne? Was ich im Internet gemacht habe und was ich im Kloster gemacht habe. Aber im Grunde, also ich finde diesen Vorwurf an die Leute, die im Kloster sind, ein bisschen unberechtigt zu sagen, ihr zieht euch doch zurück aus der Welt. Nee, die Welt ist ja auch im Kloster. Die Welt kommt ja ins Kloster und das Kloster geht ja auch raus in die Welt. Aber du hast natürlich recht, dass ich jetzt in Osaka mehr Zeit habe, ne, für solche Sachen, beziehungsweise ja, richtig drin bin in der Stadt und konfrontiert mit der Situation, dass wenn man was zu essen haben will, dann muss man in den Supermarkt gehen und wenn man im Supermarkt was kaufen will, dann muss man Geld in der Tasche haben. Und man kann nicht einfach aufs Feld gehen und da wächst was, ne? Wobei das mit dem Feld auch nicht so einfach ist. Da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit drin, ne? Absolut. Also ich kann mir vorstellen, dass der Alltag bei euch jetzt speziell in Antaiji auch ein ganz spezieller war. Ja. Als Klosteralltag. Aber viele haben ja die Vorstellung, man muss ins Kloster gehen oder man muss erstmal nach Japan gehen, dann muss man ins Kloster gehen. Und dann kann man da, wenn man ein paar Jahre da gesessen hat, erfahren, worum es im Zen eigentlich geht. Und der Auffassung bin ich halt nicht, sondern ich finde es wichtig, weil man Zen kann man überall praktizieren und zu Hause kann man überall sein, nämlich solange man bei sich ist. Und das finde ich ganz wichtig auch zu vermitteln, dass wir ja, diesen nebulösen Nimbus, den auch Zen umgibt, dass wir den so ein bisschen entkleiden und den Menschen einfach nahe bringen. Ja. Hier. Wir haben ja bei uns, ich weiß gar nicht, wie das so bei euch ist, wir haben ja bei uns eine sehr starke MBSR, also Achtsamkeitsbewegung. Ne? Also was ich ja als Derivat auch aus dem Zen und aus dem Vipassana verstehe, das kommt unheimlich gut an, weil es Ja. einfach sehr ist und durchaus auch einen wissenschaftlichen Anspruch hat und weil es vor allen Dingen die Hürden, jetzt einen MBSR-Kurs zu besuchen, die sind natürlich sehr viel niedriger, als jetzt mal in ein Zechin zu gehen oder gar in ein Kloster. Und dann sind vor allen Dingen, es ist ja oft sehr zweckorientiert, es wird also sehr viel versprochen, was ich mit einer kurzen, ja, mit einer kurzen Schulung alles erreichen kann. Also es hat natürlich auch eine Form von konkreter Lebenshilfe, ist auch sinnvoll, ist auch richtig.
bietet ja auch für den einen oder anderen dann auch den Einstieg, mal vertieft in die Praxis zu gehen. Aber ich weiß gar nicht, gibt es sowas in Japan auch? Oder wie ist eigentlich die Situation da bei euch? Gibt es MBSR? Und allzu viele, sagen wir mal, Zen-Praktizierende gibt es ja in Japan nicht mehr, ne? Oder wie siehst du das? Ja, also es gibt in Japan, also es wird unter dem Label Mindfulness verkauft, ne? Also das Englische für Achtsamkeit. Seit 10 Jahren, würde ich sagen, einen ziemlich großen Boom. Und Zen gibt es natürlich auch noch, aber die beiden Kreise, ne? Also Zen und Mindfulness, die überschneiden sich kaum, ne? Also Zen wird praktiziert, naja, von den Leuten, die es praktizieren müssen, also Tempelsöhne, die sich ausbilden lassen zu professionellen Priestern und dafür 1, 2, 3 Jahre in die Schule gehen müssen. Und dann in der Regel eher ältere Herrschaften, mehrheitlich männlich, die vielleicht einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat an so einem Sazen-Kreis teilnehmen, wenn das überhaupt angeboten wird, wobei das Angebot in Japan eher spärlich ist, ne? Also es gibt zwar viele Tempel und ungefähr ein Fünftel von den 75.000 Tempeln in Japan, das wären also, ja nee, mehr als ein Fünftel, ein Drittel würde ich sagen, also jetzt übertreibe ich, aber 18.000 Zen-Tempel gibt es in Japan, ne? 15.000 Soto, 3.000 Rinzai, aber nur ein ganz kleiner Teil davon bietet Zazen ein, ne? Was machen die anderen? Ja, Beerdigung, ne? Ja. Also man stellt sich das im Westen oft so vor, ja, wenn es so viele Zen-Tempel gibt, dann kann man ja überall Zazen praktizieren. Nee, also das findet man wahrscheinlich in Deutschland eher noch eine Gruppe und einen Leiter als in Japan, ne? Und ja, wie gesagt, Mindfulness ist im Kommen oder vielleicht ist der Gipfel jetzt schon erreicht, das kann ich schlecht beurteilen, aber wie du gesagt hast, ne, also das sind so professionelle, eher jüngere Leute in den 20er, 30ern, vielleicht in den 40ern, die sich dann auch erhoffen, dass dann vielleicht ihre Produktivität steigt, dass sie konzentrierter sind bei der Arbeit, dass sie vielleicht mit ihrem mitmenschlichen Umfeld besser klarkommen oder eine Psychose damit heilen können, was auch immer. Es gibt dann natürlich aber schon auch Kommunikation, beziehungsweise es wird schon immer wieder darauf hingewiesen, ja, Mindfulness, woher kommt das? Das kommt ja eigentlich aus dem Buddhismus, ne? Und wenn ich danach gefragt werde, ich frage die Japaner dann gerne, ja, ihr habt seit 800 Jahren Teezeremonie in Japan. Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, worum es da ging beim Tee? Darum, dass man den Tee achtsam trinkt, ne? Und wie kommt das, dass 800 Jahre, das offenbar keinem aufgefallen ist und das plötzlich, wo es in Europa und in Amerika ein Boom ist, warum habt ihr so lange gewartet, bis es euch interessiert? Ja. Warum hat es bisher keinen interessiert? Ne? Das ist ein bisschen komisch. Ne? Das ist ein bisschen komisch. Klar, es gibt ja auch die ganzen Kampfkünste und so weiter, ja. Bogenschießen, ne? Aber es interessiert keinen. Und wenn es plötzlich dann heißt, ja, der Steve Jobs, der hat ja auch Zazen gemacht, der hat ja auch Mindfulness gemacht und bei Google, da machen sie Mindfulness-Training, da will es plötzlich jeder machen, auch hier in Japan, ne? Aber es ist ein bisschen, wichtig, dass wir, wie du das jetzt auch sagst und machst, dass wir das deutlich machen, also im Dialog mit den Menschen, dass wir denen auch zeigen, was sie eigentlich für, über welche Quellen sie eigentlich verfügen. Dass man da versucht, sie so ein bisschen zu begleiten, den Blick zu weiten, auch auf das Erbe. Also wir haben ja hier, sagen wir mal im Westen, wenn ich jetzt so im Westen oder in Deutschland oder in Europa, dadurch, dass Zen auch einen gewissen Boom hatte, obwohl der jetzt auch schon wieder abgelöst worden ist durch dieses Mindfulness, das hat aber schon dazu geführt, dass auch die eigene Tradition, also die christliche Tradition in ihren mystischen Zweigen, dass die dann wiederbelebt werden konnte, weil endlich eine Praxis zur Verfügung stand, nämlich das Sitzen, das stille Sitzen. Mhm. Und dann in Verbindung, also man rezitiert ja dann keine Sutren in der Kontemplation, sondern schaut sich an, was denn die einzelnen Mystiker von Meister Eckhart
bis Katharina von Siena und so weiter, was die so gesagt haben, was die uns hinterlassen haben, und trifft da auf viele Parallelen. Und von daher ist das eigentlich sehr kompatibel. Also ich arbeite ja hauptsächlich auf dem Benediktushof, das weißt du. Und da haben wir diese beiden Säulen, Zen und Kontemplation. Und die sind auch sehr nachgefragt, weil sich da viele Menschen dann auch mit identifizieren können. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, was wir mit der Aufnahme später machen, aber wenn sich das jemand anguckt, vielleicht erklären wir kurz, wie es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen ist. Ne? Also ich habe ja auf YouTube vor einiger Zeit ein bisschen gesprochen über christliches Zen, und da hast du mich dann angesprochen. Du hättest den Begriff zwar schon gehört, aber der sei eigentlich so nicht im Gebrauch. Ne? Und dann hast du mir gesagt, was du auch eben gesagt hast, dass zum Beispiel im Benediktushof, da wird Kontemplation praktiziert als eine Säule, die zweite Säule wäre Zen, die werden aber getrennt. Genau. Vielleicht könntest du kurz erklären, ja, was der Unterschied ist und warum sie getrennt werden, warum man nicht von christlichem Zen spricht. Ja, weil ich glaube, christliches Zen, das wäre ein etwas übergriffiger Begriff. Ich glaube, Zen gehört einfach von seiner Tradition her in den Osten oder in den buddhistischen Kulturraum. Und ich würde ja Zen auch durchaus als konzentrierten Buddhismus bezeichnen können, wobei den Buddhismus eben auch als solchen, das ist ja jetzt auch wieder so ein Oberbegriff, wo alle denken, sie könnten damit was anfangen, aber wenn man genau hinschaut, vielleicht fächert der sich ja auf in eine Vielzahl unterschiedlicher Linien, die zwar bestimmte Gemeinsamkeiten haben, ne? Sie berufen sich eben alle auf den historischen Buddha Shakyamuni. Und da gibt es eben auch inhaltlich Übereinstimmungen. Aber es gibt eben in der Form, in den Ausdrucksformen doch sehr große Unterschiede. Und Zen ist für uns, also für unser Verständnis jetzt, eigentlich die klarste Präsentation dessen, was Buddha Shakyamuni eigentlich erfahren hat und was er versucht hat weiterzugeben. Mhm. Und wir haben insoweit unterscheidet sie sich vielleicht von der Erfahrung, nicht unbedingt von der Erfahrung, die die Menschen in der christlichen Kontemplation, also oder in der Mystik gemacht haben. Aber es gibt eigentlich da keine Systematik, also kein Trainingsprogramm, also wenig. Es gibt da einiges. Es gab ja mal in England so ein Buch aus dem Mittelalter, was sich da gefunden oder wo ähnliche Übungsanleitungen drin standen. Aber es gab relativ wenig in der Richtung. Und es gab im Grunde genommen nur die schriftlichen Zeugnisse der Mystiker, die aber dann über ihr Ergebnis gesprochen haben. Also die erzählt haben, so und so ist es und das habe ich erfahren, aber die weniger einen Weg aufgezeigt haben. Ja, wie kann ich denn jetzt hier in meinem Alltag eine solche Erfahrung nachvollziehen? Und das haben wir halt im Zen, in der Praxis des stillen Sitzens. Mhm. Und eigentlich hat der Williges Jäger, der damals als Benediktiner dann nach Japan rüberging, weil er an dieser lebendigen Erfahrung so interessiert war, ist es ihm dann gelungen, auf diese Weise, es war einerseits, hat er sich mitten rein in die Zen-Tradition gestellt, und auf der anderen Seite hat er aber dann eben anschließend auch von innen heraus die Kontemplation zusammengeführt, erneuert, und der auch ein Übungsprogramm, könnte man so nennen, eine Übungsweise gegeben, eben dieses stille Sitzen. Und die beiden, sagen wir mal, die beiden Wege unterscheiden sich in der Praxis wenig. Ne? Trotzdem, man fragt die Menschen immer, die auch zum Benediktushof kommen, würdest du lieber, oder wenn zu mir jemand ins Gespräch oder ins Doksan kommt und der fühlt sich in der christlichen Bilderwelt, in der Tradition, sehr zu Hause, dann rate ich dem dazu, ja, dann geh doch in Kontemplation, weil da hast du dann mit Hilfe dieser Begriffe und der Bilderwelt findest du dann Zugang zu dem Eigentlichen, was aber alles überschreitet und weiter nicht ausdrückbar ist, jedenfalls nicht in Begriffen, Worten und Bildern. Und andere, da sind dann viele, die sind entweder
von vornherein a konfessionell oder a religiös. Ja. Oder sie sind sehr enttäuscht worden von den christlichen Kirchen und kommen deswegen hin. Aber immer aus dem Interesse heraus, ich möchte endlich herausfinden, worum es eigentlich geht. Ja. Und was Wirklichkeit ist und wer ich bin, also die dann so existenzielle Fragen haben. Aber in der Praxis begegnen sich beide Linien bei uns auf dem Benediktushof natürlich permanent. Und es gibt eben auch ein offenes Sitzen, wo alle dran teilnehmen oder auch hier vor Ort bei mir. Da kann jeder kommen, solange er gemeinsam mit uns im stillen Sitzen sich verbunden fühlt. Und wo er sich dann zuordnet, das ist mir vollkommen egal. Das versuche ich zu berücksichtigen. Ich fühle mich halt eher der Zen-Tradition verpflichtet und bin eben kein Kontemplationslehrer geworden. Aber ich habe eben auch, weil ich ja aus dem westlichen Kulturraum komme und entsprechend dann auch als Christ getauft wurde und in die Schule ging und in den Gottesdienst gehen musste und später wichtige Erfahrungen bei Frère Roger in Thésée gemacht haben, habe ich eben auch einen guten Zugang zur Kontemplation. Und das ergänzt sich alles oder die Übergänge sind auch fließend. Aber ich würde trotzdem sagen, es gibt Leute, die haben dann, die nutzen diesen Begriff christliches Zen, aber ich halte es nicht für angemessen. Das ist eine Form von Vereinnahmung, die ich in Ordnung finde, wo Zen auch instrumentalisiert wurde. Das war zu Beginn, sagen wir mal, dieser Zen-Praxis und der ersten Kurse in Deutschland. Da war das dann oft so, da gab es dann, interessanterweise waren schon sehr, sehr liebenswerte Menschen, es waren oft Priester, die aus ihrer Kirche ausgeschlossen wurden, weil sie geheiratet haben. Weil sie also das Recht auf Partnerschaft partnerschaftliche Liebe in Anspruch genommen haben und deswegen wurden sie von der Kirche verstoßen, aber sie waren spirituell so interessiert, dass sie dann danach gesucht haben, wie kann ich denn jetzt wie kann ich Menschen denn jetzt eigentlich nahebringen, was mir wichtig ist? Und dann sind sie auch auf Zen gestoßen und haben dann so die ersten, und dann hieß das oft christliches Zen. Aber wie gesagt, man sollte diesen Begriff eigentlich nicht verwenden. Und da bin ich auch einig mit vielen westlichen Zen-Meistern in unserer Tradition. Ich versuche das im Moment noch ein bisschen zu ordnen bei mir. Also du hattest am Anfang gesagt, Zen ist, ja, oder christliches Zen, du magst den Begriff nicht, weil Zen ja schon Buddhismus ist. Wenn du jetzt aber wenn du sagst, du fühlst dich eher der Zen-Tradition verpflichtet, meinst du damit, dass du eher Buddhist bist? Oder meinst du, wenn du vom Zen sprichst, eigentlich das schweigende Sitzen, das weder Buddhismus noch Christentum ist, sondern losgelöst ist eigentlich schon von dieser Form? Also für mich ist Zen nicht Buddhismus, sondern Zen. Zen geht einfach insoweit über den Buddhismus hinaus, weil es um die Verkörperung der unmittelbaren Gegenwart geht, bevor wir die versuchen, begrifflich zu fassen. Buddhismus ist ja ein Begriff, oder ich bin Buddhist, das ist einfach, was bedeutet das? Natürlich kann ich mich einer Tradition auch verpflichtet fühlen. Ja. Zen natürlich im Kontext oder nur im Kontext des Buddhismus zu verstehen, weil es uns auf diese Weise überliefert wurde als Tradition. Ja. Aber Zen ist nicht das Gleiche als Buddhismus, wie Buddhismus. Sondern ich würde sagen, Zen ist eher der Ursprung oder die Wurzel oder das, was hinter dem Buddhismus steht, was zu entdecken ist, aber nicht irgendwo in einem Jenseits, sondern immer jetzt und hier in diesem Augenblick. Und insoweit geht es weit über den Versuch, es irgendwie zu fassen und zu binden hinaus. Und ich finde, ich kann trotzdem Zen-Meister sein, ohne jetzt, das sehen ja verschiedene, also gerade in Japan, sehen Zen-Richtungen da anders, aber ich kann durchaus Zen-Meister sein, ohne mich jetzt als Buddhist outen. Das ist mir aber auch, nicht wichtig. Aber ich würde ich fühle mich jetzt der buddhistischen Konfession oder Philosophie verpflichtet oder besonders verbunden. Verbunden fühle ich mich eigentlich grundsätzlich, aber das ist auch wieder so ein Schlagwort, dem Leben überhaupt. Und
ich finde auch, es gibt viele mystische Traditionen, die wir in jeder Religion finden, dann würde ich sagen, dann fühle ich mich den allen eher verbunden als so diesen exoterischen Formen. Ne? Ja. Also ich respektiere auch, dass du zwischendurch dein Mönchsgewand trägst oder dein Abtgewand, aber ja. Ich bin froh, dass du es nicht mehr so instrumentalisierst. Also ich glaube, ohne dein Zutun. Aber wenn du damit rumläufst, dann wird eine Welle von Projektionen auf dich einstürzen. Und du wirst, du bekommst auf diese Weise schon einen ganz besonderen, da hat man gar nichts gesagt. Da hat man ein Bild von dir, auf die ganz viele Sehnsüchte auch projiziert werden. Und du bist ja gerade dabei, dieses Bild, was es da gab, von diesem Abt Muhu. Also wie gesagt, ich respektiere das, ne? Und ich finde das wunderbar, auch deine Biografie, wie du das gemacht hast. Aber dass du jetzt einfach mal deutlich machst, Zen ist nicht dieses Herumlaufen in einem Brokatgewand oder in einem anderen Gewand, in einer Robe, sondern Zen ist das, was ich gerade hier euch zeige, auch auf YouTube und mache. Darum geht es letztendlich um den Alltag. Ja. Das ist aber Das versuchen wir halt auch. Darum haben wir ja, wir tragen überhaupt keine Insignien, mit Ausnahme einer Maler unserer Linie. Ja. Aber wir tragen keine Roben. Wir haben die Roben bei uns in Vitrinen liegen oder die alle anderen Insignien, die wir so aus Japan oder auch aus China dann geschenkt bekommen haben. Ja. Aber wir laufen damit nicht rum und finden es auch nicht wichtig. Ja, also ich habe das ja auch auf YouTube schon ausgedrückt, dass ich da ja auch ein bisschen überrascht bin, wie viele Leute das ja entweder enttäuscht oder entsetzt vielleicht sogar, dass jetzt der Abt Muho zum einen nicht mehr Abt ist und jetzt auch nicht so sich anzieht wie der Abt, ne, weil ich hatte das eigentlich immer schon so verstanden, dass schon seit 500-600 Jahren die Zen-Buddhisten immer klar gemacht haben, es kommt nicht auf die Robe an. Ne? Also beim Ikkyu, da gibt es ja diese berühmte Geschichte, wo er irgendwie zu einem Haushalt der Gemeinde besucht und er hat die Robe nicht an und die sagen ihm, ja, was kommst du vorbei ohne die Robe? Und dann kommt er nochmal vorbei, legt die Robe auf den Hausaltar und verschwindet wieder. Dann sagen sie, aber du musst doch die Sutren lesen. Nö, ich dachte, ihr wolltet die Robe haben. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass das immer noch bei manchen Leuten noch gar nicht angekommen ist, dass es nicht auf die Äußerlichkeiten ankommt, ne? Wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, dass es ein bisschen auch zu viel rausgehängt wird, ne? Dass ein Zen-Meister da mit dem T-Shirt sitzt, ist ja eigentlich nichts Neues, ne? Insofern, ich habe auch keine Probleme mit der Robe da zu sitzen, ohne Robe geht für mich auch. Insofern, ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass es vielen Leuten eben doch wichtig ist, ne? Und wenn ich jetzt mit Robe sitze, dann wird das kritisiert. Ja, der hängt ja noch an der Robe, wenn ich mit T-Shirt da sitze, wird das kritisiert. Meine Praxis ist wahrscheinlich, mich nicht von den Kommentaren in die eine oder andere Richtung zu sehr beeinflussen zu lassen. Ne? Und wie setze ich mich heute hin, mit oder ohne T-Shirt? Dass du da sozusagen nicht an der Form klebst und ganz frei dir die Robe anziehst oder dein T-Shirt oder eine Zipfelmütze oder was weiß ich. Du machst dich ja auch gelegentlich zum Clown. Das habe ich ja auch, also du hast jetzt mein Eingangsbild nicht gesehen auf Zoom. Das ist also ein lachender chinesischer Buddha mit Clownsnase. Das ist hier sozusagen so ein bisschen das Sinnbild. Leute, nehmt euch bitte nicht so ernst. Und gerade das japanische Zen, das verbreitet in den Nimbus von Ernst sein. Und in der Anfangszeit war das ja auch so, auch, auch bei den Leuten, die auf den Benediktushof kamen, die waren alle so bitter. Oder sie sahen zumindest so aus, so ganz ernst. Und wobei die Übung ist natürlich ernst zu nehmen und das ist ganz wichtig. Aber diese
sie wirkten einfach schon halb tot und dann trugen sie auch noch schwarze Gewänder. Viele glaubten, sich auch den Kopf scheren zu müssen. Also was wir heute auch, ich meine, du gehörst ja zur Soto-Tradition, aber in deutschen, du kennst dich da besser aus als ich, aber in deutschen Soto-Gemeinschaften habe ich manchmal den Eindruck, was ich von anderen Leuten höre, dass denen die Wahrung der japanischen Form wichtiger ist oder die Überwindung dieser japanischen Formen wichtiger als die eigentliche Praxis und dann Ausdruck dieser Praxis im Alltag. Aber gut, das sind vielleicht so übergangsweise Erscheinungen, dass man glaubt, man muss das jetzt so oder so machen. Aber im Grunde genommen ist es halt nicht wichtig. Ja. So. Gut, mein Computer meldet einen niedrigen Akkustand, aber ist egal. Wir sind auf jeden Fall über Handy weiter verbunden. Und es ist ja, ich finde es schon interessant, wenn wir den Beitrag auch veröffentlichen, aber vielleicht in dem Zusammenhang hast du auch noch weitere Fragen an mich bezüglich der Praxis hier in Deutschland oder in Europa. Oder aktuell würde mich gerade interessieren, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Lauft ihr in Osaka alle mit Maske rum? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon, aber anders als in Deutschland. Es gibt kein offizielles, Gebot oder Verbot, ohne Maske rumzulaufen. Also es gibt vielleicht einen unter 100 oder so, der trägt keine Maske und das geht auch. Also es gibt keine Bußgelder. Negativ könnte man es als Gruppenzwang bezeichnen. Positiv guckt man sich halt um und wenn alle eine Maske tragen, da trägt man auch eine einfach aus Rücksicht auf die Gemeinschaft. Aber das Leben ist relativ normal. Also die Schulen laufen wieder normal. Man kann ins Kino gehen, man kann ins Restaurant gehen. Die Schwimmbäder haben wieder auf. Wobei dann halt ja im Kino jeder zweite Platz bleibt frei. Ne? Also es wird ein bisschen auf Social Distance geachtet. Und vor den Restaurants, da sind dann die Desinfektionsmittel. Da muss man sich die Hände desinfizieren. Aber die Japaner, ich meine, die Masken gab es ja schon lange vor Corona, also die haben keine Probleme damit. Es gibt jetzt keine Demos wie in Deutschland, wie ich das in den Nachrichten sehe, gegen Corona. Ne? Und dann gibt es, was ja wahrscheinlich sehr problematisch ist in Deutschland, oder ich könnte es mir für die Gesellschaftspsychologie schwierig vorstellen, dass wenn du rausgehst, musst du ja schon ein Statement abgeben, indem du... Du tust dir eine Maske auf, dann bist du vielleicht linksliberal und wenn du keine Maske trägst, dann bist du ein Querdenker. Du identifizierst dich damit und schließt dich damit schon einer Gruppe an. Ne? Und das gibt es in Japan nicht. Was ich ganz, ganz wohltuend fühle, was ich wohltuend finde, ne? Dass du nicht immer so ein Statement abgeben musst, dadurch, dass du eine Maske trägst oder nicht. Also letzten Sonntag, da war ich ja wieder Sazen sitzen und wir setzen uns danach immer noch in einen Café. Und da hatte ich zufällig meine Maske vergessen, ne? Aber ich kam auch ohne Maske rein. Da sagt keiner was. Man muss dann halt aufpassen, dass man nicht loslacht oder sowas. Ne? Aber da wird einem dann auch nichts gesagt. Aber man versucht natürlich immer, die Maske mitzuhaben und setzt sie auch auf. Ne? Ja, also das habe ich schon mitbekommen. Ich meine, aber in Asien hat es ja Tradition schon seit der spanischen Grippe hat man begonnen, vor allen Dingen in Japan auch diese Masken zu tragen. Wir haben das ja in den letzten Jahrzehnten immer belächelt, wenn hier die japanischen oder asiatischen Reisegruppen mit Maske rumliefen im Winter. Und insoweit seid ihr da sehr routiniert und könnt dem Ganzen auch viel gelassener gegenüberstehen. Hier in Deutschland herrscht ein großes Klima der Angst. Oder in ganz Europa eigentlich, was natürlich auch leider beflügelt wird durch so eine Art Alarmismus, dass im Grunde genommen, es geht immer um die Quantität. Also wir haben tatsächlich wieder eine sehr stark steigende Zahl an Infektionen. Ja. Aber wir haben noch wenig schwere Verläufe, also im Verhältnis zum Frühjahr. Natürlich muss man sich schützen. Und ich finde diese Regel, finde ich auch akzeptabel mit Maske und Abstand und Hygiene und Lüften. Ja. Das
Probieren wir auch. Aber das Problem ist, dass jeden Tag kommt die neue Meldung, wieder Höchststand und wieder eine Stadt, die ihren Inzidenzwert überschritten hat, also 50 Infizierte pro 100.000. Und dann gibt es Reiseverbote und viele Einschränkungen. Und da wir ja ein föderales System haben, entscheiden das viele Regionen selbstständig. Und es gibt ein großes Durcheinander an Regelungen, sodass die Verunsicherung und die Angst in der Bevölkerung ist sehr groß. Und das äußert sich dann in der Ausgrenzung derjenigen, die eben jetzt eine andere Meinung haben, die jetzt sagen, ja, muss das jetzt überall mit den Masken sein oder mit den Einschränkungen? Auf die zieht sich mittlerweile doch ganz viel Kritik, wenn nicht sogar Hass. Das finde ich sehr bedauerlich. So ein Graben entsteht zwischen den Gläubigen mal wieder. Die glauben also, alle Maßnahmen sind berechtigt und richtig und sind nicht zu kritisieren. Und denjenigen, die das aber auch mal in Frage stellen. Und bei denjenigen, die das in Frage stellen, das sind eben nicht nur Verschwörungstheoretiker, mit denen habe ich es jetzt auch nicht, sondern das sind auch viele sehr rational denkende Menschen, die eben erstmal, bevor sie was annehmen und akzeptieren, ob das denn so auch angemessen ist. Und da würde ich mir mehr Gelassenheit wünschen, also die Gelassenheit, die ihr jetzt in Japan schon im Umgang mit den Masken noch haben, wo es dann auch keine Verpflichtung mehr ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, dass man sich auf diese Weise auch schützt. Ja, gut, das ist so die Situation, die aktuelle Situation auch bei uns, also eine große Angst und Verunsicherung. Und wir haben allerdings auf dem Benediktushof, da sind eigentlich fast alle Kurse ausgebucht. Also wir waren ja einige Monate geschlossen, halt jetzt wieder geöffnet mit einem reduzierten Betrieb, weil nur noch jeder braucht mehr Platz um sich herum und darum kann in den Sendos und Gruppenräumen nur beschränkte Gruppengrößen auch hineinkommen. Ja. Da arbeiten wir vielleicht nur noch mit 2/3 der Kapazität. Aber die Nachfrage ist sehr hoch, weil ich denke auch durch diese Krise, durch diese Gesundheitskrise, die wir ja gerade haben, das führt auch bei vielen Menschen wieder dazu, nachzufragen, was soll das Ganze? Also sich existenziell auch so ein wenig mal umzuschauen und nach Antworten zu suchen, worum es eigentlich geht in diesem Leben. Beim Meditieren müsst ihr da auch Maske tragen oder darf man die da abnehmen? Nein, wir sitzen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern auf unseren Plätzen und da haben wir keine Maske. Und beim langsamen Gehen, Kinn hin, tragen wir die Maske und dann auch zum Essen gehen oder uns sonst in den Gebäuden aufhalten. Draußen wiederum nicht, es sei denn, man hält den Mindestabstand nicht. Und wir hatten ja von den Chinesen, ich weiß nicht, von den Chinesen hatten wir das schnelle Gehen übernommen. Das ist ein sehr dynamisches, sehr rhythmisches Gehen. Das können wir nur draußen machen, also weil das einfach zu viel vielleicht Aerosole beim Ausatmen produziert. Darum verzichten wir da drauf. Aber normalerweise, also wir haben einigermaßen Alltagspraxis und die, klar, im Speisesaal sind Trennscheiben zwischen den einzelnen Leuten. Man muss Handschuhe anziehen, wenn man ans Buffet geht. Das dauert alles eine Zeit, aber das ist auch eine Form von Achtsamkeitsübung. Also das geht. Das geht. Insoweit kommen wir eigentlich ganz gut mit der Situation zurecht und ich hoffe, dass wir da mit mehr Gelassenheit auch in Zukunft dem Ganzen begegnen können und dass eben auch dieser Coronavirus zu den Viren zählt, vor denen wir uns, wie vor vielen anderen, eben auch in Acht nehmen können. Aber wir können uns nicht vor jeder Infektion, auch nicht vor jeder Erkrankung und vor jedem schweren Verlauf schützen. Das gehört halt mit zu unseren Lebensrisiken. Und in dem Zusammenhang ist es eben auch wichtig, sich die Frage nach dem Leben und Tod zu stellen. Ne? Was bedeutet das? Ohne da irgendwie despektierlich zu werden oder zu werden. Ja. Ja. Die Menschen auch dazu zu begleiten, solche Fragen für sich dann zu klären. Weil du hattest gestern, glaube ich, oder in den letzten Tagen hattest du auch über Suizid gesprochen.
Das ist ja ein interessantes Thema. Bin ich auch immer wieder mit konfrontiert, mit Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie keine Perspektive mehr sehen. Und ja, ich fühle mich dann jedenfalls immer aufgerufen, sie umzustimmen oder sie, ihnen deutlich zu machen, was Leben eigentlich ist und was sie daraus auch entnehmen können. Weil sie sitzen ja oft dann in ihrer völlig verengten Perspektive, in ihrem dunklen Loch, sind depressiv und finden da nicht mehr hinaus. Und da brauchen sie Begleitung, manchmal auch professionelle Begleitung, manchmal auch sicher pharmakologische Unterstützung, wenn es eine wirklich entsprechende Depression ist. Aber grundsätzlich, denke ich, haben wir die Aufgabe, unser Leben zu leben inmitten von Leben, was Leben will. Und es geht sowieso irgendwann zu Ende. Und nicht. Also wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Wir werden ein Ende finden. Aber ich denke, bis dahin haben wir noch ein zu tun. Und so wie jedes Frühjahr vielleicht die Kirschbäume dann blühen und uns auch erfreuen, so sollten wir auch immer wieder erblühen und das Beste aus uns dann auch zur Geltung bringen können. Wie oft bist du im Jahr am Benediktushof? Ja, also ich bin im Moment fast jedes Wochenende da oder mitten in der Woche. Ich bin jetzt gerade am Dienstag zurückgekommen. Ich fahre dann immer mit dem Zug und jetzt nächste Woche, Donnerstag, fahre ich wieder hin zum nächsten Kurs. Der heißt Zen für dich. Das ist eine Einführung für junge Erwachsene ab 18 Jahren. Das sind dann 40 Teilnehmer, so zwischen 18 und ja, maximal 30 Jahren in der Regel. Davon gibt es Kurse. Ich hatte das Wochenende davor eine Einführung für Studenten der Alanus Hochschule in Bonn. Es waren auch 40 Teilnehmer. Davor in Zechin. Da sind dann alle Altersgruppen vertreten mit Aus Kindern. Ich mache aber auch spezielle Kurse für Kinder und Eltern. Also es gibt Zen für dich. Das hat am Anfang Erstaunen vorgerufen. Wie ist denn das möglich? Kinder können doch nicht sitzen oder sollten das auch nicht. Aber da bin ich ganz anderer Meinung. Wir bieten halt Kurse an für Eltern mit Kindern ab 7 Jahren. Da kommen dann die Eltern und bringen ihre Kinder mit. Das sind immer wunderbare Wochenenden, die sowohl den Eltern wie den Kindern auch ganz viel bringen. Und für jüngere Kinder, wir machen einmal im Jahr eine Familienfreizeit, da sind dann ab Babys alle dabei und alle dürfen auch dann, wenn sie wollen, mitsitzen. Natürlich machen wir dann kein strenges Session mit 40-Minuten-Sitzungen, aber mit Kindern kann man durchaus auch 10, 15, auch 20 Minuten mal in der Stille sitzen und sie können das und können daraus auch, wenn man dann ins Gespräch mit ihnen kommt, was ich auch immer tue, können da ganz viel mit anfangen. Und das finde ich wunderbar und das finde ich wichtig, weil Zen ist nichts für alte Leute, also ausschließlich natürlich auch für alte willkommen, aber es ist ganz wichtig, dass wir auch gerade den jungen Menschen und den Kindern, dass wir für die da sind. Also insoweit bin ich mehrfach im Monat eigentlich da. Es gibt im Sommer, ich glaube im Juli ist es dann weniger. Und im Dezember, aber sonst bin ich viel da. Und was ich ja jetzt noch nicht gesagt habe, ich bin ja hier in Belgien, also wir leben ja hier im Dreiländereck Aachen, Maastricht, Lüttich auf der belgischen Seite, nicht Ach weit so, von ach so. der deutschen Grenze, auf dem Land, auf einem Bauernhof. Das ist sozusagen hier mein Standort, wo es aber auch ein Sendo gibt und wir wollen auch unseren Standort erweitern durch den Bau eines Gästehauses und das Sendo vergrößern. Und dazu soll dann auch noch ein Café kommen. Aber sind im Moment aufgrund von Corona haben die Banken alle Kredite erstmal zurückgezogen, weil sie einfach Angst haben, dass sich das alles weiter verschlechtert. Und von daher müssen wir abwarten. Aber den Standort hier wollen wir auch noch weiter ausbauen. Hast du schon eine Gruppe jetzt bei dir, wo du bist, in Belgien? Moment. Genau.
Wir haben eine Gruppe mit offenem Sitzen, da kommen dann Menschen aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland regelmäßig. Und unterrichtest du dann auf Deutsch oder mehrsprachig? Immer auf Deutsch. Auf Deutsch. Immer auf Deutsch. Also alle können hier Deutsch. Schon mal der ein oder andere, wo ich dann Französisch spreche, aber in der Regel ist Deutsch hier die übergreifende Sprache, die eigentlich auch alle verstehen können. Genau, du sprichst ja auch fließend Japanisch. Ich sehe, du gibst ja auch Videos auf Japanisch. Sind das eigentlich ähnliche Inhalte, die du auch dann auf Deutsch verbreitest, oder ist das was ganz anderes? Ähnlich, ne? Also ich habe letztes Jahr oder war es im Frühjahr auch mal ein längeres Video in Japanisch zum Thema Suizid gemacht, das auch in Japan auf großes Interesse gestoßen ist. Oder Sinn des Lebens oder Fragen, über die ich auch im Deutschen spreche, ne? Das Thema Sexualität, über das ich letzten Monat gesprochen habe, über das ich jetzt in ein paar Tagen wieder sprechen werde, das ist in Japan nicht unmöglich, darüber zu sprechen, aber das habe ich noch nicht gewagt, ne? Ich weiß nicht, wie ich da ankommen würde in Japan, weil es ja wie in Deutschland vielleicht auch nicht unbedingt das Thema ist, das man erwartet von einem Zen-Priester, wobei man in Deutschland halt in Zen, da ist man halt nicht in der Kategorie wie ein katholischer Priester oder so, ne? Obwohl man vielleicht denselben Weg geht. Aber in Japan, dann bin ich halt in der Kategorie, in der eigentlich ein katholischer Priester steckt. Und wenn in Deutschland katholischer Priester über seine sexuellen Begierden und sein Onanierverhalten oder so sprechen würde, das würde auch Wellen schlagen, ne? Während in Deutschland ein Zen-Lehrer, der über Sexualität spricht, das ist eigentlich nicht so ungewöhnlich. In Japan würde man da vielleicht noch auf hochgezogene Augenbrauen stoßen, ne? Also das habe ich auf Japanisch noch nicht gemacht. Aber das wäre auch noch ein Koan sozusagen für die Zukunft, ne? Ich finde es ja sehr wichtig, weil Sexualität ist einer unserer, sagen wir mal, das weiß jeder von uns, auch diejenigen, die es abstreiten. Besonders die, die es abstreiten. Die wissen, warum sie es abstreiten. Ja, die uns am meisten beschäftigen. Und von daher ist es wichtig, da offen drüber zu reden. Natürlich, ich muss jetzt nicht über jedes Detail meiner privaten, also es gibt da auch, sagen wir mal, durchaus Beratung. Intim sind, die ich nicht unbedingt dann auch veröffentlichen muss. Aber dass wir offen über Sexualität sprechen können, das finde ich wichtig, weil auch der sexuelle Wesen. Aber es wird eben stark tabuisiert und darum ist es wichtig, da Stellung zu nehmen. Und ich habe damit begonnen, dass im Zusammenhang damit, dass es zunehmend Fälle gab von sexuellem Missbrauch durch Leute aus dem Zen-Bereich. Also hier gab es, es gab nicht nur Zen-Meister, die da aufgefallen sind, sondern es gab leider eben auch sogenannte Zen-Priester oder die sich auch als Meister bezeichneten, die Kinder missbraucht haben. Und da haben wir angefangen, Stellung zu nehmen und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da auch offen drüber sprechen kann. Dass jeder Sexualität einen Sexualtrieb hat und einfach verantwortlich damit umzugehen hat und lernen muss, was das heißt, verantwortlich damit umzugehen. Ja. Das ist gerade im klerikalen Bereich ganz, ganz wichtig. Und Unterdrückung bringt überhaupt nichts, sondern die zeitigt dann oft ganz schwierige Folgen. Ne? Ja, ja, vor allen Dingen in der Kirche, in der katholischen Kirche gehabt, wo der Missbrauch aller Orten aufgeflogen ist und die Aufarbeitung nicht so recht gelingt. Aber die gibt es eben auch im Bereich der Zen-Hierarchien oder Institutionen, die es da so gibt. Ne? Und das, denke ich, sind ja teilweise waren auch japanische Meister, die in den Westen kamen, davon betroffen, dass sie einfach übergriffig waren ihren Schülerinnen gegenüber. Ja. Und ich glaube, die da auch zu wenig reflektiert haben, was das eigentlich bedeutet. Und da, es gibt, dann kämen wir zu diesem Bereich Aufwachen oder Erleuchtung, dass viele dann auch wieder glauben, wer dann dieses Etikett Erleuchtung zugeschrieben bekommt, der ist unfehlbar.
Und der steht ethisch auf einer ganz anderen Ebene und dem passiert kein Fehler mehr. Und der kann eigentlich machen, was er will. Und das ist absoluter Nonsens. Ne? Sondern wir müssen immer auch lernen, welches Verhalten adäquat ist. Und ich denke, wenn wir tatsächlich in unserer Praxis erfahren, was Mitgefühl ist und wer wir eigentlich sind, dann ja. dürften solche Übergriffe eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Ja, ja. Weil die Achtung, die daraus entsteht und die Liebe, die daraus entsteht, wenn ich jetzt dieses Wort, das findet man im Zen jetzt nicht so häufig, aber wenn ich dieses Wort mal benutzen darf, die erlaubt mir einerseits eben natürlich eine Sexualität, in die zu leben, aber mit bestimmten Spielregeln. Und dazu zählt ja. eben sowohl vor Frauen und auch vor allen Dingen der Respekt vor Kindern. Das ja. geht, finde ich, überhaupt nicht. Also ich kenne pädophile Menschen, aber ich weiß, dass sie einfach lernen müssen, damit umzugehen. Das ist schwierig, man kann sie dabei begleiten. Aber ich arbeite mit traumatisierten Kindern auch, auch mit missbrauchten Kindern. Viele können sich nicht vorstellen, welche Folgen dieser Erwachsenenübergriff auf Kinder tatsächlich hat. Langzeitfolgen. Ja, ja, ja. Und von daher ist es einfach, können wir das nicht tolerieren. Und genauso wenig können wir tolerieren, dass ich als in der Position zum Beispiel eines Lehrers oder Meisters dann glaube, auf meine Schülerinnen oder auf meine Schüler übergriffig werden zu dürfen. Ne? Ja, ja. Und das ist wichtig, zu kommunizieren. Ja. Geht immer noch. Ja. Da müssen wir schauen. Beziehungsweise auf Schülerseite gibt es oft die Illusion, ja, der Meister ist erleuchtet und ich will das zwar nicht, aber wenn ich auf dem Kissen sterben muss, dann muss ich vielleicht auch auf dem Bett sterben oder das ist ja so irgendwie das Nadelöhr zur Erleuchtung. Wenn ich das jetzt mit mir passieren lasse und der Meister will das muss ja seinen Grund haben, ne? Und da diese Illusion muss man natürlich auch zerstören, ne? Also weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die dann auch auf dich projizieren und auch auf mich projizieren, auch mit dem wäre ich jetzt auch gerne mal zusammen im Bett. Das wäre bestimmt toll und aus den unterschiedlichsten Motiven, nicht nur, weil sie glauben, da kriege ich was von der Erleuchtung ab, sondern einfach, weil sich das wahrscheinlich toll anfühlt, mal mit einem Zen-Meister im Bett gewesen zu sein oder mit einem Zen-Mönch. Aber da müssen wir eigentlich von unserer Seite aus so verantwortlich damit gehen und sagen, geht überhaupt nicht. Ne? Und wenn wir, ich will ja nicht ausschließen, dass ich mich mal, das ist mir noch nie passiert, aber ich will das nicht ausschließen, dass ich mich mal in eine Schülerin verliebe, aber dann ist die Schülerschaft damit auch beendet. Und die, sagen wir mal, eine Beziehung, die ich dann leben will, die muss dann außerhalb einer Lehrer-Schüler-Beziehung stattfinden. Ja. Wie deine Kinder gehört, sagen wir mal, du bist ja auch, du hast ja eine Frau und du hast eine Familie und die sind sogar von deiner Praxis gar nicht so sehr begeistert, das kenne ich. Auch im Zen-Bereich so stattfinden. Da gibt es durchaus dann oft Partner, also meine verstorbene Frau, die leider viel zu früh gestorben ist, die stand dem Ganzen auch sehr kritisch gegenüber, was ich da so machte, aber sie ist schon 95 verstorben vor meiner Meisterschaft. Aber einfach, das war ein ganz toller Wachrüttler sozusagen, dass man da jetzt nicht so auf Wolke 7 schwebte, sondern immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Und das können Kinder und das kann auch ein Partner oder eine Partnerin, die sich jetzt nicht so sehr mit dem Weg identifiziert, die können das wunderbar. Das ist wichtig. Ja. Die Kinder, sind es deine Kinder, die wir da im Hintergrund hören? Oder sind auch Besuchskinder? Ja, das ist mein dritter, also der Jüngste ist 9 Jahre alt, ne? Der ist aus der Schule, glaube ich, schon zurück, die beiden Abiturienten, also habt eine 17-Jährige und einen 15-Jährigen.
also die in der Oberstufe sind, die sind wahrscheinlich noch gar nicht zu Hause, ne? Die sind aber auch ein bisschen leiser. Der Neunjährige, der erzählt meiner Frau jetzt, was er so gerade alles erlebt hat in der Schule, ne? Und wie erleben deine Kinder so, man sagt ja, das japanische Schulsystem ist unheimlich fordernd, also das asiatische überhaupt. Ja. Und kommen die damit gut zurecht oder fühlen die sich sehr unter Druck? Die kommen damit gut zurecht, ne? Also ich meine, die kennen das deutsche Schulsystem ja nicht, ne? Also in Japan gibt es nur die Ganztagsschule. Das heißt, die Kinder verbringen eigentlich mehr Zeit des bewussten Tages an der Schule als zu Hause. Aber die kommen damit ganz gut zurecht im Moment, ne? Also es hat seine Vorteile und seine Nachteile, ne? Also in Deutschland hat man ja den größten Teil des Nachmittags für sich, ne? Und ob man sich dann noch an der Schule, an der AG engagiert oder ob man zu den Pfadfindern geht oder in der Kirche, im Jugendkreis oder so engagiert ist, dem Einzelnen überlassen. Und dadurch entwickelt man mehr Eigeninitiative, die Japanern so fehlt, ne? Also ich verwende oft gern diese Metapher von den Tomaten. Also ich vergleiche die Japaner, zum Beispiel auch meine japanischen Schüler in Antaichi. Ich sage denen manchmal, ihr seid so wie Tomaten. Also im Sommer leckere Früchte, aber ich muss euch immer ans Gestell anbinden mit dem Faden, sonst fallt ihr um. Ihr braucht immer den Gärtner, der euch anbindet und ihr braucht ein Dach, das euch vom Regen schützt. Ich hätte aber gerne Schüler, die so wachsen wie Gurken. Da muss ich bloß einen Faden runterhängen lassen. Und der Faden, das ist das Beispiel von Shakyamuni oder das ist das Beispiel, das man idealerweise selber vorlebt und dann hofft man, dass der Schüler nach diesem Beispiel dann selber wächst und sich an dem Faden entlang orientiert. Ne? Und ich glaube, dass das war, was mein Lehrer selbst meinte, als ich als 22-Jähriger als erstes nach Antaichi kam und er sagte, du erschaffst Antaichi. 22-Jähriger Deutscher, wie soll er das Kloster erschaffen? Aber es kommt halt darauf an, was sehe ich hier, was will ich hier machen? Warum bin ich überhaupt hier ins Kloster gegangen? Ne? Und bei den Deutschen und anderen Europäern, da habe ich das Gefühl, dass die zwar vielleicht anfangen wie Gurken, aber dann entwickeln sie sich eher zu Kürbissen. Das heißt, sie wachsen in alle Richtungen und das heißt dann immer ich will das. Und wenn man Pech hat, dann bringen sie noch das Gemüse nebenan unter ihren Blättern um. Also da ist relativ wenig Vermögen, sich mal ein bisschen umzugucken und zu fragen, ja, was braucht eigentlich die Gemeinschaft jetzt von mir? Ne? Also die Japaner, das Soziale, wie sagt man, das Anpassungsvermögen ist super, ne? Und auch ja Empathievermögen, würde ich sagen. Also man guckt sich um und man muss auch gar nicht erst über Probleme reden. Die Japaner, die sind sehr gut, wenn es darum geht, so zu erkennen, wie fühlt sich der, ne? Und was kann ich tun, damit es dem besser geht. Aber es sind halt, was du jetzt ein bisschen gesagt hast vorhin bei Corona, ne? Selbst wenn Japaner denken, ja, vielleicht geht das auch schon ein bisschen zu weit mit den Masken oder so, keiner würde sich trauen, das als Erster zu sagen, ne? Weil jeder wartet, man guckt sich dann um und wenn alle das Gefühl haben, eigentlich denken alle dasselbe, dann ändert sich was, ne? Aber es ist nicht so wie in Deutschland, wo Querdenken sozusagen belohnt wird, ne? Oder wo jeder der stolz darauf ist, dass er eigentlich anders ist als alle anderen. Die Japaner versuchen eigentlich so zu sein wie der Rest auch. Und das kann manchmal wohltuend sein, aber manchmal fehlt dann eben auch ein bisschen Eigeninitiative. Ne? Auf dem Zen-Weg kann das auch so sein, dass die Schüler sich dann sehr an den Meister hängen. Aber wenn man dann so wie der Buddha sagt, ja, aber letztlich kommt es ja nicht auf mich an, du bist deine eigene Insel. Dann sind die so ein bisschen ja verloren oder manchmal sind die Japaner verloren, wenn sie sagen, ja, ist aber doch dein Weg, du musst den selber gehen, du weißt ja,
selber am besten, warum du dich auf diesen Weg begeben hast. Ne? Ja, und das bekommt man eben in Japan schon in der Schule beigebracht, dieses, oder die Schienen sind sozusagen schon da also, ausgelegt und man muss nur dann ja, in den Umgangsformen das gerade vor. Also wir haben ja bei uns im Westen, also in Deutschland vor allen Dingen, einen viel stärkeren Individualismus als in Japan sicher. Und wir haben damit verbunden natürlich dann auch eine Form von ja, Respektlosigkeit anderen gegenüber, die manchmal schwierig nachvollziehbar ist. Ne? Also wenn man sich in einer Großstadt aufhält und im öffentlichen Nahverkehr. Also es ist manchmal traurig zu sehen, wie Menschen da miteinander umgehen, auch von jüngeren Menschen aus oder auch in den Schulen. Ich nehme an, euch oder auch deine Kinder, die können auch noch durchaus zurückhaltend oder respektvoll sein, weil ihnen das so vermittelt wird, wahrscheinlich im japanischen Schulsystem auch. Ne? Das ist ja doch immer noch ziemlich autoritär organisiert. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf alle Fälle. Jetzt in der Familie selber sind sie jetzt schon in meinem Alter, wo sie dann auch ihren Eltern widersprechen oder sagen, hier, also jetzt haltet mal die Klappe, ne? Aber in der Öffentlichkeit auf alle Fälle, ne? Also auf alle Fälle. Wobei man da eben auch eben sich fragt, manchmal fehlt da so ein bisschen was, so wie im Westen jetzt Fridays for Future, das kennen die gar nicht. Davon haben die japanischen Teenager nie gehört. Greta Thunberg, naja, im Fernsehen, vielleicht hat man mal davon gehört, aber das spricht die nicht an. Ne? Das, also Klima ist Thema in Japan. Nee, es ist kein Thema. Ne? Oder wenn, dann so die Intellektuellen, die darüber sprechen, aber eben nicht die Jungen. Ne? Ja. An der Schule, ich weiß nicht, ob da an der Schule drüber gesprochen wird, aber also meine Tochter, die 17 ist und mein Sohn, der 15 ist, die denken darüber nicht nach als ihr eigenes Problem. Ne? Ah, wenn ich 50 bin, wenn ich so alt bin wie der Papa, dann ist das eigentlich, da werde ich mich fragen, was habe ich damals gemacht? Ne? So denken die nicht darüber nach. Ne? Und insofern, das fehlt so ein bisschen. Ne? Dafür können sie sich benehmen in der Öffentlichkeit und da wird kein Müll auf die Straße geworfen und da wird kein Graffiti gemacht und auch keine Musik laut aufgedreht. Ne? Also es hat seine positiven und seine negativen Seiten. Ne? Ja, was mich noch interessieren würde, ist so der Faktor oder sagen wir mal die Bedeutung von Stille. Wenn man so in einer Großstadt wohnt, dann hast du, sagen wir mal, äußere Stille wird da jetzt nicht so allzu viel sein. In Antaiji war es vielleicht ein bisschen anders, wobei es gab einige Videos, die ich gehört habe, letztens, als du von Motorsägengeräuschen begleitet warst. Das heißt, da findet auch der Alltag statt und wenn gesägt werden muss, dann wird halt gesägt. Oder die Leute gehen vielleicht, es gibt Geräusche auf der Toilette oder sonst irgendwo, die Leute geben Geräusche von sich und man bekommt es mit. Der Williges hat immer erzählt, wie er da in Kamakura saß, mitten in der Stadt, in einem ja, mehr oder weniger nicht gedämmten Haus mit Papieren, dass man alle Geräusche, alle Alltagsgeräusche und alle Außengeräusche dann auch voll mitbekommen hat und trotzdem in die Stille hineinfinden konnte. Bei uns herrscht so ein bisschen die Auffassung vor, wir müssen erstmal äußere Stille schaffen, die sicher hilfreich ist, finde ich auch. Also natürlich, eine stille Umgebung lädt dazu ein, wenn ich jetzt in den Bergen bin oder im Wald oder am Meer. Oder auch natürlich die Umgebung eines Sendos versuchen wir möglichst still zu gestalten. Aber ich glaube, dass man Stille auch erfahren kann inmitten von äußerem. Mag das schwieriger machen etwas, aber ich halte es für möglich. Und ich würde gerne zum Beispiel die Taiko-Tradition aus Japan, ich weiß nicht, ob du sie kennst, diese Trommeltradition, die zu vielen Anlässen in Japan gibt es ja, gibt viele lokale Gruppen, die trommeln und es gibt eben in Deutschland auch. Mittlerweile eine Tradition und sehr fähige Spieler, teilweise direkt aus Japan stammend und hier leben, teilweise aber Deutsche,
die seit einigen Jahrzehnten da sich auch zu Meistern des Taiko-Spiels entwickelt haben. Das hat eine unheimlich dynamische Wirkung auch. Und das würde ich auch gerne mal auf den Benediktushof holen. Aber da gibt es natürlich die Sorge, dass es zu laut ist. Aber ich bin der Meinung, das kann man miteinander vereinbaren. Zumindest eine Weile, ja. Du lachst, also du kannst das nachvollziehen, dass es da auch so die Vorstellung gibt, es muss immer alles still sein. Ja. Ja, aber Alltagsgeräusche, die gehören halt auch mit zum Leben dazu, auch wenn die nervig sind, absolut. Natürlich, ne, aber hier in der Großstadt in Japan ist schon ein Unterschied zu Deutschland, würde ich sagen. Ne? Also es ist nicht laut, also ja. Besonders abends oder so. Ne? Wobei wir hier in einer Einflugschneise wohnen, das heißt alle 5 Minuten fliegt so ein Flugzeug über unser Haus weg. Daran gewöhnt man sich auch und nach 9 stoppt der Flugverkehr. Die fliegen dann erst ab 7:30 morgens wieder. Am Anfang hat mich das ein bisschen so gestört, ne? Beziehungsweise als dann um 9 Ruhe war, dann endlich Ruhe. Aber inzwischen höre ich auch das kaum noch. Und also was es ja in Deutschland gibt, dass da irgendjemand am Wochenende die Musik aufdreht bei sich im Garten und vielleicht nicht unbedingt überlegt, ob der Nachbar das jetzt auch hören will. Das gibt es so in Japan nicht eben. Halt immer die Überlegung, ja, wie kommt das bei den anderen an? Ne? Also die sind sehr ruhig hier. Ne? Aber was du gesagt hast, ne? Also Ruhe hat man, wenn man die Klänge aufnimmt und so hört, wie sie sind. Ne? Das ist ja eigentlich Ruhe. Und wenn da ein Flugzeug ist und ich denke mir, ach, jetzt wollte ich gerade Sazen machen und jetzt hat mich der Flieger gestört. Ich meine, der Lärm ist in meinem Geist. Der Gedanke, wäre da noch nur dieses Auto nicht oder wäre da nicht dieser Idiot, der die Musik jetzt aufdreht. Ich könnte doch so einen ruhigen Geist haben. Also man kommt, glaube ich, spätestens nach ein paar Jahren Meditation dahinter, dass die Quelle des Lärms wo ganz anders ist. Ne? Also gut, also man möchte nicht unbedingt neben einem Presslufthammer meditieren müssen, aber man kann sich an eine ganze Menge Klänge gewöhnen. Ne? Und wenn meine Kinder da im Hintergrund spielen oder so, mich hat das nie gestört. Ne? Aber natürlich kenne ich auch den Gedanken aus meiner Anfangszeit in Anteiche und da wurde noch ein Damm gebaut in den Bergen und fuhren ständig Laster vorbei, auch während der Session. Und da dachte ich, warum kann der Abt denen nicht sagen, dass sie wenigstens während der Session den Bau stoppen sollen. Ne? Aber ja, der eigentliche Lärm ist ja hier oben. Ne? Ja. Und wenn es tatsächlich ruhig ist, man hat immer noch genug andere Dinge, über die man sich da beschwert. Ne? Genau. Wenn sich nur der Nachbar nicht ständig bewegen würde oder wenn der Koch ein bisschen besser kochen würde oder was auch immer. Leute, die können sich über alles und jedes aufregen, auch auf dem Benediktushof. Und das mag noch so optimal gestaltet sein. Wer was finden will, was ihm gerade nicht passt, das kannst du natürlich immer. Da atmet dann der Nachbar zu laut, zum Beispiel. Das ist auch ein ganz beliebtes Thema. Ja. Ich komme nicht zur Ruhe, weil mein Partner atmet zu laut. Ja, das ist leider so. Sag mal, Waldbaden, sagt dir das was? Waldbaden. Das japanische Wort ist Shinrin-yoku, ne? Also. Ist wahrscheinlich jetzt ein Boom. Ist ein Boom, glaube ich, ne? Bei euch dann im Westen, ne? Wer hat das jetzt wieder übernommen? Ich finde, das wird nämlich zunehmend jetzt auch im Kursformat angeboten, Waldbaden. Mhm. Ja. Und ich denke, eigentlich ein Waldspaziergang tut es auch. Also, genau, das ist ein bisschen so wie Mindfulness für die Japaner. Da fragt man sich, ihr habt schon seit Jahrhunderten eine Teezeremonie, ihr habt das Bogenschießen, warum muss es jetzt Waldbaden sein? So ist es, oder Mindfulness, also so ist es auch mit den, ihr habt die Wandervögel, Pfadfinder, den deutschen Wald seit Jahrhunderten und jetzt, wo es in Japan ein Wort ist, muss es importiert werden, ne?
Aber so sind die Menschen halt, ne? Wenn man es irgendwie exotisch verpackt, in eine bunte Verpackung stellt, dann kommt es halt besser an, als wenn man es Ja. der alte deutsche Wald ist und die Pfadfinder, das kennt man doch schon, ne? Wie wirst du denn dann, wenn du nächstes Jahr geplant wieder nach Deutschland kommst, wie wirst du denn dann auftreten? Als Abt in Robe oder als Muho im T-Shirt? Oh, also ich werde wahrscheinlich schon meine Roben mitnehmen. Ich bestehe nicht drauf, ne? Aber ich finde auch so ein bisschen, also mit dem Brett Warner werde ich oft verglichen, der ja auch im Benediktushof immer ist, wenn er da auf Tour ist. Und ich mag den natürlich total gerne. Aber ich habe das Gefühl, dass auch das T-Shirt irgendwann mal so zu einer Uniform wird, ne? Und ich habe überhaupt keine Probleme damit, da im T-Shirt zu sitzen, aber ich will das auch nicht zu meinem Markenzeichen machen, ne? Der nicht konforme Mucho. Also ich habe überhaupt keine Probleme, da auch die Robe anzuziehen. Beziehungsweise jetzt, man kann natürlich auch mit Messer und Gabel essen, man kann mit Stäbchen essen, es spielt keine Rolle, aber es ist halt schon wichtig. Wie soll man sagen? Also im Soto wird es besonders betont, die Form, wie man etwas tut. Und Ja. es muss nicht eine bestimmte Form sein, es kann jede Form sein. Aber ja, also ich war ein katholischer Priester, der würde seine Roben wahrscheinlich auch mit Respekt behandeln und nicht jedes Mal irgendwie einen Punkt draus machen oder draus machen, hier, die Roben sind ja gar nicht so wichtig. Natürlich sind sie nicht der Heilige Geist in Person sozusagen. Aber wenn man die Robe empfangen hat, oder zumindest in meinem Fall, ich will sie schon mit einem gewissen Respekt behandeln. Und von Zeit zu Zeit ist es natürlich wichtig, die Leute daran zu erinnern, dass es nicht um die Robe geht und nicht darum, ob man mit Stäbchen isst oder mit Messer und Gabel. Aber wenn du isst oder wenn du dich anziehst oder ja überhaupt, es ist schon wichtig, wie du es tust. Also die Form ist durchaus wichtig, zumindest für mich, ne? Also was soll das ganze Gerede über Lehre und gegenseitiges Bedingtsein und Erleuchtung und was auch immer, wenn es sich nicht ausdrückt in der Art und Weise, wie man Brot isst zum Beispiel, ne? Und sag mir mal noch, wie kommt eigentlich dein, sagen wir mal, die Wandlung in, oder dein, ja, dein Outcoming von Antaiji bei den anderen Soto-Institutionen an? Also bei den, ich weiß gar nicht, gibt's, ob es da eine hierarchische Organisation gibt, ob Antaiji sozusagen für sich und unabhängig und autonom ist oder ob du da noch jemanden hast, der hierarchisch über dir steht und oder ja, Ich weiß gibt. nicht, wie das jetzt in der katholischen oder evangelischen Kirche ist, aber ich glaube, dass die verschiedenen buddhistischen Tempel da sehr viel autonomer sind. Ne? Es gibt zwar den Dachverband, aber der Dachverband kümmert sich überhaupt nicht darum, was wir zum Beispiel von morgens bis abends machen, welches Tagesprogramm wir haben, wie ich mich jetzt anziehe beim Sazen oder was ich jetzt beim YouTube mache. Das wird bestenfalls mit wohlwollendem Interesse begutachtet, aber wahrscheinlich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen von den meisten. Und solange ich jetzt da nicht zu, was weiß ich, Dingen, die nicht legal wären oder sowas, ne, oder zu Drogenkonsum oder sowas öffentlich aufrufen würde, interessiert es keinen, ne? Und wie ich dabei angezogen bin, auch nicht. Also da hat man sehr große Freiheit, ne? Glaube ich zumindest verglichen mit sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirche. Ne? Wenn ich jetzt in Konflikt mit dem japanischen Gesetz käme, dann würde mir wahrscheinlich auch der Dachverband sagen, ja, vielleicht solltest du dich dann entroben, ne? Und vielleicht bist du nicht geeignet für das Amt. Ne? Aber ansonsten kann man im Grunde tun und lassen, was man will. Man wird dabei nicht unterstützt, aber auch nicht kritisiert. Ne? Und du hast sozusagen den Bestand, den Weiterbestand von Antaiji hast du auch geregelt durch deine Nachfolgerin. Genau, also ich habe ja eine Nachfolgerin ernannt, die mindestens genauso gut wie ich in der Lage sein wird, das Amt
zu führen. Also ich meine, ganz andere Person als ich. Sie ist weniger intellektuell als eher so eine praktische, pragmatische Person. Und ja, ich bin mir sicher, dass das nächste Jahrzehnt das Kloster bei ihr in sicheren Händen ist. Da sie aber in meinem Alter ist, hoffe ich, dass sie dann in dem Jahrzehnt dann auch einen Schüler oder eine Schülerin findet, die das dann von ihr übernimmt. Also sie ist die 10. in der Tradition. Das Kloster ist noch nicht so alt. Sie ist die 10. Äbtissin und ich hoffe dann, dass wir in 10 Jahren vielleicht schon die Nummer 11 haben. Und wie groß ist die Gemeinschaft? Wie viele sind? Im Moment sind 7 Leute da, ne? Ja. Was, naja, also nicht sehr vieles, aber es reicht, ne? Also als ich am Anfang der Abt war, da waren da nur 1 oder 2 Personen außer mir. Und meistens waren die auch nur ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr da. Und das war dann schon sehr knapp, ne? Den Laden mit 2, 3 zu schmeißen, von denen sich nur einer eigentlich auskennt. Mit 7 geht es, idealerweise 15 bis 20, ne, das wäre das Ideal, aber man kann es auch mit 6, 7. Aber als Frau jetzt Äbtissin zu sein, ist doch für ein Zen-Kloster schon was Besonderes. Oder gibt es da vergleichbare Klöster? Also es ist schon was Besonderes. Also es gibt Nonnenklöster, es gibt Tempel, die von Frauen geleitet werden. Viele von diesen Tempeln, da lebt die Nonne dann ganz allein. Es gibt einige wenige Nonnenklöster, wo die bekannteste Äbtissin ist, die heißt Aoyama Shundo, die lebt in Nagoya und bei der sind so 20, 30 Nonnen in der Lehre. Aber Antaiji ist insofern ungewöhnlich, als es ja kein Nonnenkloster ist, sondern ein Kloster, in dem mehrheitlich Männer praktizieren, aber auch Frauen willkommen sind. Und es ist unter Umständen der erste Fall in der Geschichte des Zen, dass da eine Nonne ist, die aber auch und sogar mehrheitlich männliche Schüler hat und die unterrichtet und mit denen gemeinsam praktiziert. Das haben wir ja bei uns auch. Das ist schon, ja. Wir haben bei uns in der Linie ja mehr Zen-Meisterinnen und Lehrerinnen als Männer in der Funktion. Ne? Das ist auch einfach eine bewährte Entwicklung, die aber auch notwendig war. Ja. Ja. Gut, jetzt sind wir schon eine Weile dabei. Gibt es deinerseits noch etwas, was du gerne von mir wissen möchtest? Ich habe ja jetzt schon viel gefragt. Nee, also ich meine, da waren die Details zur Kontemplation und Zen und so weiter, die mich vielleicht noch interessiert hätten, die wir aber jetzt nicht auch noch mal ausbreiten müssen. Aber nee, also du hast mir viel beantwortet, war sehr interessant. Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal entweder bei Zoom oder persönlich, ne? Ja. Wäre schön. Das ist ja möglich. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich noch sagen würde, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Ja. Also. Nein, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns dann mal in Deutschland, weil ich bin jetzt kein Fernreisender, ich werde nicht nach Japan. Das ist schon. Es war schon schwierig für mich, wir haben ja auch eine chinesische Wurzel, nach China zu kommen. Aber so, ich bin doch relativ regional verortet. Also von daher treffen wir uns eher in Deutschland, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ergibt sich da auch mal eine Möglichkeit auf dem Benediktushof, das werden wir sehen. Ja. Du hast ja einen bestimmten Zeitraum, ne, wo du kommst. Die letzten Jahre war es immer die 2. Augusthälfte bis Anfang September. Ne? Das ist für mich eine günstige Zeit zu reisen. Besonders dann, wenn ich mit der Familie komme, weil die dann noch Sommerferien haben. Wenn ich alleine reise, wäre ich eigentlich nicht an dieses Fenster gebunden. Aber das muss ich sehen. Die letzten Jahre war ich immer mit Familie unterwegs und dadurch musste ich mich auch ein bisschen nach den Schulferien richten. Klar. Ja. Vielleicht sehen wir uns sogar mal mit deiner Familie. Ihr seid auch herzlich willkommen hier bei uns im Zen-Workshop. Und
Ja, ich lebe ja hier auch in drei Generationen in einer Familie und habe eine kleine Enkelin, die uns das süßt, das Alltagsleben mit ihrer Art. Die ist jetzt 19 Monate alt. Oh, Und schön, schön, schön. absolut, ja, guter Lehrmeister auch oder mehr Meisterin. Ja, schauen wir, was da möglich ist. Und ansonsten, klar, wir haben diese Möglichkeit, über Zoom auch in Kontakt zu treten. Wir bieten übrigens auch Online-Kurse an oder auch Online-Sitzen. Ja. Das haben wir, da haben wir mit begonnen. Das hat nochmal eine ganz neue Gruppe angesprochen, die nicht so gerne reist und trotzdem irgendwie miteinander sitzt und Verbundenheit darüber erfährt. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie wir das machen. Also muss jetzt mal gucken, ich werde das Video einstellen oder dir schicken, dann kannst du es einstellen, muss mal sehen, wie ich das technisch mache. Auf Ja. jeden Fall habe ich mich gefreut über die Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbracht haben. War Und mein Vergnügen. ich wünsche dir einfach weiterhin alles Gute, alles Liebe, viel Freude mit deiner Familie und deinen Kindern und deiner Frau. Das finde ich ganz wichtig. Aber natürlich auch mit deinen Schülern und deiner Gefolgschaft in Osaka oder wo auch immer. Und ja, alles Gute, bis denn. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch und alles Gute an dich und die Deinen, ne? Okay, also bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.